Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei Assassin's Creed 4 Black Flag mit dem Daniel. Wir sind immer noch auf Tortuga, werden uns jetzt aber weiter bewegen und zwar in Richtung Cumberland Bay und werden die ein bisschen ausplündern. Ja, ich will noch ein bisschen plündern und die Jackdaw noch ein bisschen aufpumpen, bevor ich dann in wie Sperrgebiet. Hallo, das ist meine Jackdaw. Bis ich dann so Marine-Konvois und so mal überfallen werde. So, wie komme ich jetzt? Wo kommt er denn her? Und weg. Autsch. Wer schießt denn? Oh. Ja, alles klar. Ich versuche jetzt trotzdem mal zu entkommen, was gegen den Wind gar nicht mal so einfach ist. Gut, aber ich glaube, er lässt uns erstmal in Ruhe. Jawohl. So, das heißt, wir können auf Reisegeschwindigkeit beschleunigen und den feindlichen Schiffen abhauen. Auch wenn es sehr, sehr, sehr hart am Wind ist. Aber es funktioniert. So. Ein bisschen beidrehen. Na, immer schön zickzack gegen den Wind. Dann habt ihr immer noch genug Geschwindigkeit. Habt zwar ein bisschen mehr Weg, aber ihr kommt voran. So, immer noch gute 2 Kilometer. Und ich merke gerade, wir können hier auch so komplett gegen den Wind segeln. Das macht hier gerade nicht so viel. Den nehmen wir noch mit und dann oh, schnell beidrehen, damit wir nicht ne, eine Küste jetzt erstellen. Sprach er und raste mit Feuergeschwindigkeit auf einen Felsen zu. Jo, weil wenn wir dann die Cumberland Bay haben, dann würde ich fast sagen, schnappen wir uns noch mal ein Fort. Wo hat er zwei? Sollen vielleicht. Ah, okay. Diese Punkte da oben drüber zeigen, wie viel oder wie stark die Forts sind. Das heißt, wir gehen dann erstmal in den Norden und werden dort ein bisschen plündern und die Forts einnehmen. Mal ein bisschen die Seeherrschaft hier zugunsten der Piraten verschieben. So. Oh, wieder Sperrgebiet, schon wieder ein Sperrgebiet. Oh, nicht gut. Da kommt was Großes. Oh, denn da? Das ist was Großes, glaube ich. Drei Masten. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Ah, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nope. Nope, 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 nope. Stufe 34er Kriegsschiff. Nö. So, das heißt, mit voller Geschwindigkeit weg. Leave me alone. So. Also, haben wir eine Schnellreise da oben. Mal schnell reisen nach Great in Wagga. Gucken wir, ob wir die Jackdaw vielleicht jetzt schon ein bisschen aufrüsten können. Und wenn nicht, holen wir uns erstmal das vor. Ne? Weil ich will mich jetzt so in dem Zustand noch nicht mit dem Stufe 34 Kriegsschiff einlassen. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch jede Menge Zeug zum Aufsammeln. Wir werden erstmal Great in Wagga hier komplett machen. Was geht? Was geht? Warum habe ich das denn? Warum habe ich das denn nicht geholt? Nicht doof? Dann holen wir uns erstmal die Schatzkarte da oben. Schwupp. Wie agil der Pirat ist. Wahnsinn.
Okay. Also ist hier eine Rutsche. Yes. Coole Sache. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich so eine Schatzkarte kriege, ob ich da vielleicht schon was wiedererkenne. Nö. Sagt mir jetzt gerade nichts. Also. Next. Fangen wir da hinten an beim. Da haben wir sogar noch was zum Bucht-Upgraden. Aber nein, wir holen uns erstmal die ganzen Fragmente und Geheimnisse und Kisten und hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade mal, ja, etwas über 6000 Real, das ist nicht viel. Ja, da kriegt man jetzt nicht so unbedingt viel für. Kohle kann sowieso nie schaden. Jetzt brauche ich zwar wahrscheinlich ein paar, noch ein paar Ressourcen. Das heißt, wir müssen da noch mal ein paar Schiffe plündern. Aber hier oben in der Ecke sind die Schiffe nicht so groß. Das finde ich schon mal gut. Ja, also mit Briggs und mit Schonern lege ich mich an, aber mit Kriegsschiffen? Nö. Nö, nö, nö. Da, 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 da. Also echt mal sagen, das Spiel ist einfach schön. Ich habe ja jetzt auch gelesen, dass das nächste Far Cry 4 soll im Himalaya stattfinden. Im Schnee. Weiß nicht, wer auf so scheiß Ideen kommt. Schnee. Schnee ist langweilig, Schnee ist kalt, Schnee ist deprimierend. Schwachsinn. Oh, ich habe, glaube ich, eine Idee, wo die Kiste sein kann. Das sieht so gut aus mit dem Wasserrad hier. Voll romantisch. So, Kiste. Yes! Voll rich und so. Oh, ein kleiner Wasserfall. Voll cool. Komm ich da hoch? Irgendwie? Nö, schade. Da müsste ich doch hier durchkommen, jawohl. So. Als nächstes. Könnte jetzt allerdings interessant werden, ob ich von der Seite überhaupt rankomme oder ob ich da einmal rum muss, quasi einmal rumschippern. Ich hatte mich ja hier auch ja, ist es hier vom Dschungel aus angenähert. Die Frage, komme ich wieder in den Dschungel rein? Hier nicht. Ach doch, kam ich, natürlich. Hinten. Ja, Gott, manchmal bin ich blöd. Manchmal bin ich blöd. Hier muss jetzt irgendwo. Irgendwo. Da, genau. Richtig, da bin ich ja auch hier von hinten rangepirscht. Ja, geht doch. Nur die Frage, wie komme ich da hin? Oh, ein Fragment. Da kommt man relativ leicht dran. Dann haben wir hier diese Leiter quasi. Und da ist ein Durchgang. Sehr schön. Können wir gleich nochmal gucken, ob hier noch irgendwas Wildtiermäßiges rumrennt. Hat 50 Animus-Fragmente sammeln. Habe ich geschafft. Awesome. Was kriege ich dafür? Nichts. Oh. Da. Oh. Ach, hier war. Genau, hier war die Stele. Ups. Will ich hier runter? Noch nicht. Weil hier ist irgendwo noch ein Shanty. Da ist das Shanty. Gehst du hoch? Oh, komme ich natürlich so jetzt nicht hoch. Na doch. Oh, komm her. Komm her. Yes, ich hab das Shanty. Wahnsinn. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die Dinger sind einfach nur mies. Wie komme ich da hin? Vielleicht doch noch mal zurück.
Das ist der Nachteil daran, dass das hier so verschlungen ist. Sieht zwar klasse aus, aber. Wow, hier ist noch ein. Alles klar. Sehr gut, sehr gut. Klatsch. Da noch schön viel Kohle drin, gefällt mir. Jetzt ist die Frage, wie komme ich wieder raus? Nö. Such a creep. Ah, okay. Die sehen zwar auch sehr nach Leiter aus irgendwie, aber egal. Ja. Nächste Fässer, sag ich schon, nächste Kisten. Ja, wie komme ich da ran? Hier irgendwo noch ein Durchbruch. Ah, sieht nicht so aus. Komme ich da oben irgendwie? Nee, da komme ich auch nicht dran. Das ist nur Deko. Muss ich vielleicht doch erstmal runter. Mal so ein bisschen nach hinten gucken, nicht, dass man hier an so einem Gang vorbeirennt. So, und die Höhe stimmt ja eigentlich. Jo, wo kommt ihr denn her? Wow. Ach, das war das Schiffswrack, was ich so für interessant gefunden habe. Stimmt, meine Güte. War schon lange nicht mehr hier. Dreimal rum. Sehr schön. Dann komme ich hier so hoch. Wow, das war kriminell. Aber Glück ist mit den Mutigen und den Dummen. Goldring und Porzellanteller. Heititei. Brauche ich nur noch eine Porzellantasse, damit ich meinen 5 O'Clock Tea zu mir nehmen kann. So. Dann haben wir da unten noch ein Sekret. Den wir hier super geil, boah, mit dem Wasserfall geliebt sind. Nice. Jo. Und überall hier Leute von mir am Saufen. Wahnsinn. Und der Captain kriegt nichts oder was? Ach, die sind am Buddeln. Was verbuddeln die denn? Leute, hinter euch ist eine Pulle, die leuchtet. Warum seht ihr die nicht? Fump. Ah, gucken, was wir diesmal Interessantes finden. Zu meinem Namen und Ursprung. Okay. Naja, lass mir das. Habe ich ja erstmal nur zur Vorvollständigung. Wow. So. Und ich würde sagen, hier in diesem awesome Sonnenuntergang mache ich jetzt mal einen kleinen Cut. Danke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Und tschüss.